Hallo, mein Name ist Luca, meine Damen und Herren. Wir versuchen heute Filme anhand von Emojis zu erraten. Nummer 1. Wir haben eine Ratte, einen Koch und etwas zu essen. Ich würde jetzt mal sagen, dass das Ratatouille ist. Ich wollte früher unbedingt in diesen Film rein, weil ich das nicht aussprechen konnte. Und das war eigentlich gar nicht der Grund. Warum wollte ich da denn nochmal rein? Thomas, selber nachdenken über deine dumme Frage. Auf jeden Fall war es meiner Ansicht nach echt ein sehr, sehr ein schöner Film. Schlussendlich. Muss man sich eigentlich nochmal anschauen. Hier ist sehr eindeutig, ist wieder Titanic. Ich habe ja schon mal auf Emojis, Filme erraten, reagiert, das Ganze schon mal gemacht. Allerdings ist das jetzt halt ein Video, was vor 2 Wochen rauskam. Deswegen dachte ich mir, wenn ein paar neuere Filme mit dabei sind, wäre es auf jeden Fall ganz cool. Gelbes Herz, Banane, Hose, Brille. Minions? Aber warum ist denn da dann eine Hose abgebildet? Ach, die haben immer diesen Latzanzug an. Eigentlich auch voll praktisch, ne? Du hast eine Hose, aber gleichzeitig ein T-Shirt, wenn du das dann oben drum machst. Generell sind ein paar Kleidungsstücke einfach extrem praktikabel und funktional, aber man trägt sie einfach nicht, weil es einfach peinlich ist. Das hier ist Wolf of Wall Street. Ich weiß nicht, was das erste darstellen soll, weil es sieht für mich aus wie eine Frau. Es geht ja um ihn hier. Also nicht Leonardo DiCaprio, sondern den Jordan Belfort. Hier haben wir einen Mann, Magier, Zirkus, der auch noch singt. Boah, bisher hatte ich die ersten 4 richtig, ne? Aber was das hier ist, das kann ich euch wirklich nicht sagen. The Greatest Showman. Boah, das habe ich schon mal irgendwo gehört, dass das ein geiler Film sein soll, aber habe ich noch nie gesehen. Tut mir leid, kann man nichts machen. Machen wir weiter mit Nummer 6 und den Emojis Roboter, Mädchen und Tanzen. The Dancing Robot oder Schöne und das Biest. Megan. Keine Ahnung, was das ist. Nummer 7 beinhaltet einen Hasen, einen Fuchs, ein Auto und Blaubeeren. Ich glaube, das ist... Oh, das ist dieser Film mit Flash. Ich weiß aber nicht, wie der heißt. Das ist Zootopia. Ich würde mir einen halben Punkt geben an dieser Stelle. Wait a minute. Der heißt doch Zoomania. Der heißt nicht Zootopia. Da gebe ich mir, da gebe ich mir 2 Punkte, weil ich dich auch noch berichtigt habe. Nummer 8 hat einen Jungen, eine Gitarre, singen und einen Totenkopf. AC/DC. Coco. Ken, was ist das denn? Ha? Der Körperbau wie ich? Nummer 9. Eine Faust. Eine Seife. The Fisting Soap. Keine Ahnung. Noch nie gehört. Fight Club. Oh, ach so. Oh. Ja, okay, hätte ich drauf kommen können. Den habe ich letztens auch geguckt. Gut, mein Fehler. Nummer 10. Ein Teufel, eine Tür, Erschrecken und eine Batterie. Narnia? Also mit Tür verbinde ich mit Narnia. Nah dran. Nummer 11. Ein Maiskorn, ein Interstellar. Oh mein Gott. Einfach, dass da ein Maiskorn ist, wegen diesem Lied auch von Hans Zimmer. Ey, Interstellar ist der beste Film der Welt. Der allerbeste Film. Christopher Nolan, der hat so verdient, dass der da, der ist ja fast, ist der Milliardär, ich weiß es nicht, dieser Regisseur ist krank. Das hier ist oben, glaube ich, nee, Charlie und Home. Mist. Diese ganzen Weihnachtsfilme, ne, die habe ich nie gesehen, auch Kevin allein zu Hause und so, das ist alles nicht so ganz meins. Catch Me If You Can ist dieser Film. Auch sehr, sehr gut, habe ich nie gesehen, aber ich glaube, es wäre richtig ein Film für mich, aber habe ich irgendwie nie gesehen. Aber jeder sagt, dass er auch sehr, 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 sehr gut ist. Der nimmt ja dann immer einen anderen Job an und ist dann irgendwie unterwegs und irgendwie so. Wenn Hasen und Aliens im Weltraum Basketball spielen, kein Plan, was das für ein Film ist. Space Jam. Space Jam hört sich an wie so eine Band aus den 80ern. Null. Nummer 15. Ein Cowboy, Astronaut, Dinosaurier und ein Schwein. Das ist irgendwie so ein Film, wo die gesagt haben, komm, wir machen ganz viele verschiedene... Hab ich auch noch nie geschaut. Toy Story war gefühlt irgendwie vor meiner Zeit. Das war, dafür war ich so 1-2 Jahre zu jung noch. Nummer 16. Wir haben einen Herren mit einem Hammer und einem Blitz. Ich würde sagen Thor, also dieser Superheldenfilm, aber es ist auch Thor. Ist auch irre, dass er diesen Hammer ganz einfach aufheben kann und die anderen nicht. Ich weiß nicht, ob das impliziert, dass er einfach so stark ist oder dass der Hammer auf ihn angepasst ist. Ich weiß es nicht. Ein tanzender Clown. The Dancing Clown. Man hätte vielleicht noch eine Waffe mit reinbringen können, damit man auch so ein bisschen zeigt, dass es jetzt nicht irgendwie so ein Kinderfilm ist. Joker, aber auch sehr, sehr kranker Film gewesen.
ein kleiner Junge, Alien. Da gibt's doch dieses bekannt, das ist ein ganz, ganz alter Film, wo der irgendwie mit einem Fahrrad um den Mond fährt. E.T. Oh, ja, dieses Bild, das ist unfassbar bekannt. Habe ich aber auch nie geschaut. Ich war generell nie so ein Space-Film, so Science-Fiction. Star Wars auch nie so wirklich. Das ist Charlie und die Schokoladenfabrik. Aber Interstellar, das hat mich wirklich sehr gecatcht, weil es da halt nicht nur ums Weltall ging, sondern um auch so Brainfuck-Sachen und ganz viel Liebe. Und aber nicht so Liebe im Sinne von Mann und Frau, die eine Liebesbeziehung führen. Das auch. Aber dieser Film hat alles. Interstellar hat alles. Dieser Film, ich weiß nicht, Rheingold? Crazy Rich Asians. Ich habe nur Geld gesehen und ich dachte kurz, es wäre eine Türkei-Flagge, war es aber nicht. Und dann dachte ich nur, es hätte was mit Rheingold zu tun, mit diesem Film aus Deutschland. Aber das ist ja auch ein amerikanisches Video. Generell bin ich in letzter Zeit echt ein riesiger Kino-Fan. Diese Aussage, Kino, dafür werden Filme gemacht, die stimmt wirklich. Das ist dann, glaube ich, Die Schöne und das Biest. Weil sie mit ihrem Schuh doch dann verliert. Wizard of Oz. Noch nicht gesehen. Da bin ich auch gar kein Mensch für. Nee, aber Kinos, sehr, sehr wild. Das hier ist oben wahrscheinlich. Ballon, ein Kind und... Nee, das ist dieser Horrorfilm. Killer Clown. Nee, wie heißt der? IT. Oh. Ach, nicht IT. It. IT, einfach so ein IT-Fachhandelsangestellt-Facharbeiter. Genau. Manche Filme müssen einfach im Kino geguckt werden. Alles von Christopher Nolan, so ein Interstellar oder Inception oder Transcendence oder keine Ahnung was, das wirkt nicht, wenn man zu Hause ist. Das hier ist oben. Oder ab, wird es denn hier heißen. Oder auch so Sachen wie Dunkirk, was der gemacht hat. Oder auch dieser neue Film, der jetzt dieses Jahr, glaube ich, noch rauskommen soll. Diese Musik auch von Hans Zimmer unterlegt oder Tenet, das muss man im Kino schauen. Andere Filme, boah, hier habe ich hab gar keine Ahnung. Scissors ist das. Edward mit den Scherenhänden. Habe ich auch nicht geschaut. Das waren für mich so ganz komische Filme mit so ganz komischen Ideen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ein Mann crasht ein Flugzeug. Hudson? Nee, dieser Hudson River, wo der da auf dem Hudson... Castaway? Ich habe den Film nicht geguckt, aber ich denk mir gerade so, wenn ich abstürzen würde und ich wäre auf so einer einsamen Insel und hätte Kreide und so einen Stein, was ich da reinschreiben würde, wenn ich nur so ein paar Wörter hätte. Boah, das ist extrem traurig. Natürlich, dass man seine Familie liebt. Generell, ich denke mir, wenn ich abstürzen würde und ich wäre schon alt und ich würde alle hinterlassen, so die nach mir auf die Welt gekommen sind, dann würde mir das nicht so schwer fallen. So dumm das vielleicht klingt, weil ich halt meinen Beitrag zum Weitererhalt dieser Erde oder meiner Familie, keine Ahnung was, geleistet habe. Aber ich glaube, wenn ich vor meinen Eltern sterben würde, es gibt ja auch diesen Spruch, Kinder sollten nicht vor ihren Eltern sterben, oder was heißt diesen Spruch, aber es ist ja eine Ansicht, die, glaube ich, jeder hat, dass Eltern nicht ihre Kinder verlieren sollten. Kenne ich leider auch viel zu viele Storys, wo das passiert ist. Das ist unfassbar tragisch. Die Sache ist allerdings, dass, boah, mich macht sowas so traurig irgendwie. Ich stelle mir dann direkt so vor, okay, er sieht jetzt schon ein bisschen älter aus, aber, ach, keine Ahnung, ich weiß... Ach, I don't know, wir machen weiter. Ich würde sagen, wir gehen noch bis zur Nummer 30. Hier haben wir eine Schleife, ein Mädel. Boah, bei den ersten beiden hätte ich gesagt, dieser neue Super Mario Film. Aber ansonsten, Suits. Legally Blonde, kenne ich auch nicht. Ich dachte, das wäre jetzt hier, Meghan Markle wäre damit gemeint. Sie will so Anwältin werden oder irgendwie so. Hier haben wir ein Mädel mit einem ringenden Vulkan und einem Drachen. Boah, den kennt man. Ist das Fuchur? Oder wie das heißt? The Lord of... Oh, Herr der Ringe. Habe ich auch nicht geguckt. Ich weiß nicht. Herr der Ringe, das ist voll an mir vorbeigegangen. Genauso wie Dragon Ball. Hat man mal so ab und zu geguckt. Das ist King Kong, glaube ich, oder? Der hat doch, steht auf dieses Mädel da mit der Krone. Oder? Ja, es ist King Kong. Habe ich auch nie geschaut. So ein paar riesig kranke Filme. Das muss man eigentlich echt mal machen. Vorletzter Film für heute. Eine Frau mit einem Pfeil und einem Fernseher. Auch gar kein Plan. Kenne ich nicht. The Hunger Games. Doch, kenne ich doch. Aber warum denn ein Fernseher? Egal. Letzter Film für heute. Löwe, Zebra, ein Hippo und eine Giraffe. Das ist Madagaskar, meine Damen und Herren. Sehr, sehr wilder Film. Vor allem mit den Pinguinen. Sehr lustig. Guck mal, Melman. Ich würde an der Stelle das heutige Video jetzt auch beenden, meine Damen und Herren. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Ich... Hab mir auf jeden Fall einige Filme mal gemerkt, die auf meine Bucketlist noch kommen werden.